Herzlich willkommen zur 14. Etappe der Vuelta a España 2021. Es ist die 14. Etappe von Don Benito nach Pico Villuercas über insgesamt 165,7 Kilometer. Dabei mussten die Profis wieder einige Höhenmeter klettern. Über 3400 gab es auf den insgesamt drei kategorisierten Anstiegen und einigen weiteren unkategorisierten Anstiegen zu überwinden. Rund 18 Fahrer war die Spitzengruppe stark, mit einigen Athleten wie zum Beispiel Sepp van Marke stark besetzt, aber einer stach ganz besonders heraus und das war Romain Bardet vom Team DSM. Der hatte gute Bergbeine mitgebracht und zeigte das schon an den Anstiegen und schnappte sich hier auch erstmal die ersten Bergpunkte, 10 Stück an der Zahl, und setzte sich damit an die Spitze der Bergwertung. Ja, ab Kilometer 49 begannen dann die Attacken. Matthew Holmes, Dani Navarro und Nicolas Prudhomme waren die ersten, die sich nach vorne wagten. Allerdings war dieses Abenteuer bei Kilometer 44 für Matthew Holmes schnell vorbei. Der Mann hatte einen Platten. Dann gab es bei Kilometer 34 eine ganz, ganz böse Überraschung. Jay Vine stürzte heftig hier beim Trinkflaschenannehmen. Umso spektakulärer, dass der Gewinner der Swift Academy von 2020 schon bald wieder im Sattel sitzen konnte. Hinten attackierten, vorne attackierten dann Sepp van Marke, Dani Navarro und Nicolas Prudhomme, weiter verfolgt von der Spitzengruppe. Und es sah so aus, als ob diese sich einen kleinen Vorsprung vor dem Finaleinstieg sichern konnten. Dem war aber nicht so. Van Marke und Navarro schossen sich ab und überlassen dem Franzosen Nicolas Prudhomme die Flucht an der Spitze. Der wurde dann ab 12 Kilometer vor Ziel verfolgt von André Zeitz, der allerdings auch noch einige andere Verfolger hatte. Unter anderem Romain Bardet, den Olympiasieger auf dem Mountainbike Thomas Pidcock und den schier unzerstörbaren Jay Vine. Ja, ab 6 Kilometer vor dem Ziel konnte man dann sehen, okay, das Bergbein von Romain Bardet ist heute wirklich gut bestückt. Er ließ die anderen Fluchtgefährten stehen und konnte sich einsam und alleine auf den Weg ins Finale, ins Ziel machen. Verfolgt wurde er von Jay Vine und Jesus Herrada. Die versuchten wirklich alles, um den Franzosen einholen zu können, aber mussten am Ende einsehen, gegen Romain Bardet war heute kein Kraut gewachsen. Der fuhr einsam und alleine einem überragenden Solosieg auf der 14. Etappe entgegen. Die Freude beim DSM-Fahrer war auf jeden Fall groß und er schnappte sich, wie gesagt, den Tagessieg. Hinten wurde es aber dann nochmal spannend. Jesus Herrada gegen Jay Vine im Sprint. Jesus Herrada sicherte sich Platz 2 vor Jay Vine, der meiner Meinung nach heute ganz, 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 ganz toll gekämpft hat. Ja, bei all der Action in der Spitzengruppe hätte man beinahe das Hauptfeld vergessen können, aber das machen wir natürlich nicht. Michel Ankel López attackierte hier, aber das Team Lotto Jumbo ließ den Superman nie so wirklich weit weg und hatte alles einigermaßen unter Kontrolle. Am Ende war es dann eben auch Primoz Roglic, der als erster Verfolger von Michel Ankel López ins Ziel fahren konnte. Hier sehen wir zunächst einmal den Superman und dann, wie gesagt, hinten dran Primoz Roglic mit den anderen Favoriten Enrique Mas, Jack Haig und Egan Bernal vom Team Ineos Grenadiers. Von denen kommt dann auch schon Adam Yates ins Ziel. Bei den Zwillingsbrüdern muss man ja immer ein bisschen aufpassen. Und dann auch schon überraschend stark bei dieser Vuelta Felix Großstartner. Ganz, 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 ganz klasse, was der hier abliefert in den letzten drei Wochen. Da bin ich gespannt, was noch kommt. Ja, Ortquist Eiking musste ein bisschen bangen, ob er dranbleiben kann. Konnte er aber. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Hier erst nochmal der Franzose Romain Bardet, der sich hier wirklich freut. Er hatte ja ein paar harte Jahre, bei denen er wohl ein bisschen knabbern musste. Hier wird uns nochmal das Tagesklassement angezeigt. Romain Bardet gewinnt vor Jesus Herrada und dann kommen weiter hinten ab den Plätzen 16 die Favoriten mit López, Roglic, Mas und Bernal. Ja, Ortquist Eiking konnte das rote Trikot auf jeden Fall auf seinen Schultern behalten. Der Norweger führt weiterhin 54 Sekunden vor Guillaume Martin. Und dann kommt auf Platz 3 meiner Meinung nach immer noch der größte Favorit für die Vuelta, Primoz Roglic, gefolgt von den Movistars Enrique Mas und Michel Ankel López und dann Australier Jack Haig. Romain Bardet, wie zwischenzeitlich schon angesprochen, ist jetzt Gesamtführender in der Bergwertung. Mal gucken, ob er auch weiterhin darauf fährt. Ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen. Er führt vor dem Italiener Damiano Caruso und dem Australier Michael Storer und dem Russen Pavel Sivakov vom Team Ineos Grenadiers.
Morgen erwartet uns die 15. Etappe über 197,5 Kilometer von Navamoral de la Mata nach El Baracco. Auch hier müssen die Profis wieder einige Höhenmeter überwinden. Es gibt insgesamt 4 klassifizierte Anstiege und ich denke, auch morgen wird es wieder einige Spannung im Gesamtklassement geben. Wir sind gespannt auf die Attacken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören und dann sehen wir uns morgen wieder. Und ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich bei Paddy mit i, den ich hier aktuell vertreten darf. Bald habt ihr ihn dann aber wahrscheinlich wieder zurück. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen Abend. Macht's gut. Ciao.